Steam immer streame nicht. Ich kaufe meine Spiele immer bei, genau. bei Twitch oder. Ach Gott. Meine Kopf kaputt. So. Kann er das jetzt hier nochmal über Handy anmachen? So. Habe ich dir voll eine verpasst. Alter! Wie du da mit dem Ding umgehst, also das ist ja. Das ist ja Wahnsinn. So, warte mal, ich will mir mal nochmal selber zugucken. Selber zugucken? Jawohl, jawohl, jawohl. Prima, prima, Ballerina, würde ich sagen, ne? Dann gehen wir mal an den Checkpoint. Ach so, warte mal, ich gehe mal. Ach so, nee. Du musst wahrscheinlich nochmal ran und damit wir wieder los können. Weil. Genau, ich drück mal Escape, dass wir nochmal zurückgehen. Ich lass nochmal los. Hier, der Typ ist neu. Also dieser Ford, der hat mich hier voll gequatscht. Vielleicht kannst du mit dem labern und irgendwas kaufen oder so. Mit dem. Achso, der will gar nicht mit dir reden, ne? Der war gerade, geh mal ein bisschen weg von ihm. Ja. Oder redest du gerade mit ihm? Nö. Neuigkeiten von der Haupt. Fragte mal nach der Reise. Nach Neuigkeiten. Nee, geht nicht, aber ich will mal kurz hinten hier gucken. Hm, ich komm mal mit. Vielleicht kann man ja wieder. Hier stehen ja auch immer Leute. Stimmt, ja. Okay, mit dem kann ich gar nichts machen. Der Auserwählte ist doch, zurück. Vielleicht hilft dir das auf deiner Reise. Oh, ich kann mein Herz wieder. Ah, nee, doch nicht. Simulacrum braucht sie. Nur das habe ich nicht. Sei vorsichtig, mein Kind. Oh, hier gibt's ja einen Haufen Rüstung. Okay. Nur ich kann nichts machen, weil. Alter, man braucht pro Ding irgendwie 25 Glühfragmente. Ui. Ist zurückgekehrt. Hast du etwas? Ich weiß gar nicht, wo man Glühfragmente herkriegt. Ich habe viel verloren. Oh, das ist eine gute Frage. Das ist für dich. Erzählt mir hier was über die Station. Es ist gut, überhaupt zu reisen, mein Kind. Warte mal, wir können auch Ressourcen hier vorne kaufen, ne? Warte mal, ich gucke mal. Ob es hier, Glühfragmente gibt. Nee, hier gibt es nur Eisen, gehärtetes Eisen, loderndes Herz, Lumenkristall, verzinktes Eisen. Nee. Bis später. Bis später. Hallo. Guck hier nochmal. Grüße. Was kann ich für dich tun? Das muss ja irgendwo muss es das doch geben, ne? Also. Vielleicht gibt es das auch noch, wenn man diese komische Arena da spielt, dieses Endlos-Ding. Ja, das kann auch sein. So, ich habe nochmal einen Ring gekauft für 2 Euro, den haben wir wahrscheinlich immer gute übersehen. Und sichere Reise. Hallo nochmal. Ach, man kann ja auch seine Waffen verbessern bei dem anderen. Nee, für mich gibt es keinen Ring. Ja. Ach stimmt, wir könnten ja hier nochmal rumlaufen, ne? Und mal sagen, wir soll hier mal ein bisschen was aufwerten. Ach ja, sie. Zieh weiter. Ja, ich bin ja schon weg. Hey, du. Wir haben ja auch ein paar. Ach nee, haben wir schon einen Boss gekillt? Ja, ne? Oder? Ja, einen haben wir schon gekillt. Oh, ich kann ja meine Waffen die ganze Zeit aufrüsten erstmal. Oh, ich hatte ja hier neue Waffen hinten. Okay, ich habe hier meine abgesägte Schrotflinte, die ich neu habe. Die habe ich mal aufgerüstet. Auch noch was zum Aufrüsten.
Alter, ist aber echt so hier. Können wir mal einige Waffen noch aufrüsten, ne? Wahnsinn. Ja. Wir haben ja dran gedacht, ey. Geht aber einiges, ey. So, hier haben wir noch ein Teilchen. Ah, Teilchenbeschleuniger ist bei mir am Ende. Kann ich noch ein Gewand aufrüsten, aber okay. Ne, mehr ist nicht. Pass da draußen gut auf dich auf. Ich habe keine Lust zu reden. Da gibt's neue Waffen. Ja? Okay. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Sicher? Sind wir hier fertig? Ja, wir sind hier fertig. Oh, diesmal so unfreundlich. Das stimmt. So, ich rüste mal die Schrotflinte aus. Mal gucken, wie die so ist. Ja, die hat ja auf jeden Fall fett Schaden. Ja, die hat jetzt 362. Okay. Hattest du bei Twitch zugeguckt, oder? Jetzt gerade, nein. Okay, weil das waren eben zwei, jetzt wieder nur einer. Okay. Nee, hat es nicht. Oh, die ist aber auch nice in der Handhabung. Ich verbessere die auch mal bis zum Ende. Ja. Mal gucken, weil wahrscheinlich werde ich nicht genug von irgendwas haben. Ja, irgendwas fehlt ja immer, ne? Jetzt brauche ich ein Simulacrum, habe ich nicht mehr. Oh. Ich gucke mal, ob ich noch eins habe. Ach nee, hatte ich nicht. Nee, stimmt, ich brauchte auch eins. Als ich das Herz aufwerten wollte. Mach's gut. Na gut, dann können wir weiter. Mhm. Das kann ja ein Spaß werden. Wir haben jetzt das Rätsel gelöst. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Genau. Stand da, was passiert ist? Ja, ist irgendeine Tür aufgegangen. Gott. Aber frag mich nicht mehr welche. Bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht welche. Ich auch nicht. Also. Können wir da erstmal wieder rumirren. Mhm. Aber ist schon sehr nice. Rennt jemand? Achso, das ist das. Ah. Ach, vielleicht können wir jetzt hier in dieses Ding hier in der Mitte rein. Das wäre auch geil. Was ist das hier? Ist das irgendwie ein Schalter oder so? Nee. Ist doch offen, wir können mal einfach reinkrabbeln. Ich kann mich über so ein paar Wurzeln steigen. Hm. Schade, dass wir nicht springen können, dann wären wir schon drin. Okay. Na gut, jetzt sind wir einmal im Kreis. Rennen noch. Ist diese Tür hier vielleicht auch? Haben wir auch noch nicht drin. Okay.
Warte mal, ich komme mal raus. Nee. Hier an dem Ding kannst du auch nichts machen, ne? Nee, leider nicht. Nichts machen können. Na? Eigentlich an dem Rechner, ne? Schön Purzelbaum kann ich sagen. Sprengtür entsperren. So, ich mach mal. Ah, jetzt liegt das Ding in der Mitte auch. Oh! Das ist ja schön. Ich glaube, das sieht so aus, als wenn es gesprengt werden möchte. Ja, wahrscheinlich muss man wieder so ein Ding anfassen. Hm. Ist hier drin so ein Ding? Von außen machen wahrscheinlich. Oh, kann man hier nach oben? Nein, kann man nicht. Oh, jetzt ruft einer. Ich mal dann so ein Ding anfassen hier? Ja, fass mal an. Ich bringe mich schon mal in Position. Alter, fett Blaulicht eben bei dir. Was ist da los? Ich mein. Der Stand. Mann, ich hab... Ja. Oh. Da ist was Neues gewachsen, oder? Warte mal. Das kann ich wieder. Oh, wir haben eine neue Eigenschaft gekriegt. Oh. Weisheit. Das kann man gebrauchen. Ja. Ich hab mein. Das ist aber cool, dass sich da noch. Dass man noch mehr Eigenschaften dazu bekommt. Das stimmt, ja. Ach, das ist auch ein Stein. Das sieht so ganz anders aus, ne? Auf jeden Fall. So, ich komme. Hm? Der ist flach. Man kann dahinter gucken. Ja. Also ich meine, das, das ist sowas wie ein Portal. Ja, merkwürdig, ne? Ich habe auch gedacht, eben so fast da an. Auf einmal, ja, der andere Spieler, der muss da auch noch mitmachen. Genau. Oh. Gott, ich wollte schon immer mal aus Wackelpudding steigen. Oh, hallo. Wo kommst du denn her? Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. Du solltest vorsichtiger sein. Der Schatten verfolgt dich. Alter, und dafür für ein King Kong im Hintergrund. Gut, das scheint ein friedlicher Planet zu sein, dann werden wir das mal ändern. Ja, auf jeden Fall. Mal ein bisschen Spaß haben hier. Ja, habe ich gar nicht angefasst. Jetzt. Okay. Sehr gut. Da laufen schon die ersten Gestalten rum. So weit wechselt man die an. Also ich meine, der macht uns viel weniger Schaden. Dem doch, ey. Wir müssen ja ganz schön drauf ballern. Nee, das ist das Jagdgewehr.
Ich guck mal hier rein, ich glaube, hier geht's nur in den Kreis. Das ist die Schrotflinte. Ah ja, das waren die Pässe. Ja, man merkt, also Schrotgewehr ist wirklich wie immer nur Nahkampf, ne? Ja. Also vom Weiten kann ich da gar nichts mit anfangen. Aber vielleicht beim Endboss oder so. Hat richtig Kraft, die Waffe. Oh, hallo, wer bist du denn? Kann ich was einsetzen? Aber alles, was ich habe, funktioniert nicht. Dann fehlt ja auch ein Auge. Ja. Wollt ihr ihm das andere auch noch ausschießen? Kann man dann bestimmt da hinten rein. Genau. Müssen wir uns mal merken, der mit dem Ab im Auge. Boah, das mit dem Schnee sieht aber echt nice aus. Das ist bei Autorenn-Games auch richtig geil. So ein geiles Autorennen hast und dann so Schneelandschaft. Stimmt, ich habe auch voll gerne diese Rallyes gespielt. Ja, es gab so ein Sega Rally, war damals auch legendär. Oder es gab von Microsoft auch mal so ein richtig geiles Game mit so einer Schneelandschaft. Das war auch so geil. Also ich habe auch Forza Horizon, hey, ich habe es mir mal gekauft. Einmal gespielt, irgendwie ist auch schade. Muss ich auch mal viel öfter zocken. Ja, das macht auch auf jeden Fall Spaß. Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh, da ist so ein Dicker. Leute. Bei dem ist ja auch das Problem. Bei dem ist auch das Problem, der ist wenig beeindruckt, wenn man ihn ins Gesicht schießt. Genau. Der hat ja auch genug Pelz. Ja, auf jeden Fall, der könnte mal zum Friseur gehen. Ah, kann ich verstehen, durch Corona-Zeiten. Der arme Typ. Ja. Ja. Nicht öffnen können. Mhm. Ah, da kommen wir dann raus. Hier bekommt man auch keine komische Frostbeule. Nee, irgendwie. Also ich habe schon eine Anzeige, ich habe aber auch schon ein paar erschossen. Weiß aber nicht, ob das mit den Frostbeulen, die da rumstehen, zu tun hat. Ah, hier oben ist ein blauer Eigenschaftenpunkt oder so. Hab keinen Platz. Oh ja. Gib mir Deckung. Oh, der. Der will aber wieder Spaß haben, ja. Tut richtig gut. Popeye Spinat. Oh, richtig gut. Eine Kiste? Das könnte nützlich sein. Okay, sehr gut. Ich wollte uns gerade den Gegenstand holen. Ah, okay. Ja, das ist auch wichtig. Ich mal. Gucken, ob ich da. Ah, hier liegt auch noch was. Gucken, ob ich da hinkomme.
irgendwie müsste man da ja hinkommen können. Ah, ich hab's gefunden. Sehr gut. Ein Eigenschaftenpunkt. So, dann bin ich wieder unten. Ah, sehr gut. Mein Kreis war wieder voll. Und ich denke mal, du musst kacken, wenn du das machst. So. Ja, auf jeden kleinen braunen Haufen. Ja. Okay, der ist auch weg. Auch weg, hier ist auch noch einer. Der ist auch weg. Ah, hier ist noch was anderes, grünes, schönes. Hier kann man wieder schön sammeln. Mhm. Diese Krippen sehen auch echt cool aus. Nicht alles zerdeppern. Ja. Und keiner beschwert sich, ne? Nee. Sie auch umgebracht. Ja, stimmt. Die trauen sich gar nicht mehr. So, jetzt gehen wir mal schön nach oben. Warte mal, das ist doch eine, der explodiert, ne? Ja. Musik im Hintergrund ist wieder schön. Stimmt, aber ich höre die so super leise. Ich weiß nicht, ob ich die mal runtergestellt habe. Ja. Da könntest du da einen Kochtopf hier platt machen. Alles kaputt machen für das gute Eisen. Oder willst du wieder einer wissen, ne? Der hat's nicht geschafft. Ja. Ach, das Bo ist wieder da. Moin, moin, du Zerklopper. Ja, grüß dich. Ja, wir sind hier fett am Zerkloppen, nur um Eisen zu sammeln. Ein kleines Lagerfeuer wäre uns wahrscheinlich lieber. Ah, da ist ja schon eins. Und eigentlich Nachtschicht gearbeitet? Momentan ja. Oh, Eigenschaftenpunkt verfügbar. Sei grüß, genau. Das passt nicht mehr. Oh, das passt nicht mehr. Draußen ist noch Munition, falls du brauchst. Ja, ich bin. Ja, bei uns ist soweit alles fit, alles gut. Ich hatte ja meine erste Woche jetzt nach dem Urlaub. War ganz nice, muss ich sagen. Also immer noch entspannt momentan. Also der Urlaub war ganz nice. 3 Wochen mal erholt. Das war abschalten, war alles super. Ah, Spinat. Das ist echt wie Spinat. Ne? Genau, mit Blut. Und wie geht's dir? Ist bei dir alles gut? Schöne Grüße wäre es auch meistens. Ja, schöne Grüße von Attila. Das ist schön, ich komme nächste Woche auch wieder. Ah, super. Ah, sehr gut. Ja, hier ist alles im grünen Bereich, sagt er. Hey Ati, grüß dich, schreibt er gerade. Ja, sind hier gerade hoch konzentriert.
Hier stehen aber viele Frostbeulen rum, ne? Auf jeden Fall. Schöne Hütten, wir können eigentlich auch hier bleiben. An Nachtschicht hat er nächste Woche. Uiuiui. Das Bo. Alter, Nacktschicht ist auch schon. Nacktschicht, genau. Alter, den hast du aber eben ganz gut weggefächert hier. Ja, die wollen es ja irgendwie nicht anders. Ja. Ach hier, reicht, wenn du dich auf deine BR konzentrierst. Ja, ja. Dann machen wir einen Helikoptertanz. Ah ja, der gute Helikoptertanz. Oh. Alter. Oh, eine knappe Angelegenheit hier. Was gibst du schon wieder? Ich bin hier nach oben gegangen. Hier ist. Da kann ich noch was explodieren lassen. Hier alle ist doch Kiste voll. Noch. Alle Taschen voll. Ja, aber er sagt hier alle Taschen voll. Kannst ja mal gucken. Scheint, als hätte das mal was bedeutet. Ist aber nur die Primärwaffe oder Sekundärwaffe? Ich weiß gar nicht. Ein bisschen Munition. So, ich komme mal zu dir. Das Bo, du musst dich mal enttarnen. Ich weiß gar nicht, wer da hinter dem Charakter steckt. Wir scheinen uns ja zu kennen. Aber irgendwie hat mir auch gesagt, dass er das Bo heißt, irgendwie als Charakter irgendwie. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr, warum ich das nicht mehr auf dem Schirm habe. Alzheimer wahrscheinlich. Di-da-di-da. So. Er sagt immer, ich sage immer Gesichtselva zu dir. Okay. Was kann er sagt zu dir immer Gesichtselva? Ach, Schrambo, bist du das? Schrambo? Es lebe doch die Chat-Funktion. Ah, Schrambo ist der Arg. Das ist ja. Dann hast du mir das mal erzählt mit dem Dasbo, dass du dich so nennst. Cool. Danke, danke. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ja, ich danke dir. Oh, hier siehst du, wo wir gerade beim Boot. Dasbo sind hier Boot. Können wir da mal hinfahren, ne? Was macht denn dein Rechner eigentlich? Bist du noch am Zocken? Jupp, rennt wie eine 1. Sehr schön. Hast du auch eine geile Möhre geholt, ey. Schrambo hat sich nämlich auch eine richtig fette Kiste geholt. Also. Echt? Richtig mit 2080 Super und die ist echt, also. Die ist schon nice. Ja, mit meiner was habe ich 1650, ne? Genau. Aber es läuft. Ja, klar, auf jeden Fall. Die neuen Nvidia-Karten kommen jetzt ja auch bald raus. September oder so. Die heißen dann 3080, 3090. Und dann weiß man noch nicht genau, ob es eine 3080 Ti oder sowas gibt. Leute. Mal eine andere Waffe nehmen wir. Boah, die gehen aber gerade ab. Ich dachte, wir kommen hier an und hier ist wie in dem vorher, dass hier nichts los ist, sondern man redet nur mit dem einen Typen. Ja, stimmt, habe ich auch gedacht. Einmal ballern die auf mich los. Ja. Oh ja, das tut gut. Grün, grün ist die Heide. Ah,
Aber es waren nicht gerade, also es waren wirklich nicht wenig, die da gerade ankamen, ne? Ja, das finde ich auch. Wenn du Munition brauchst, sag Bescheid, ne? Nicht, dass die hier komplett einsammeln. Wir haben ja gerade den Stein angefasst. Okay. Oh. Aber wir kriegen gar kein Simulacrum mehr, ne? Nee, und nicht. Ach ja, hier, RTX 2080 Super, Intel i9-9900K war das, genau, mit Vakü drin. Wahrscheinlich nicht schlecht, ne? Ja, schöner Rechner. Ich habe mir den vorher auch angeguckt. War echt, also ein nices Teil. Ah, endlich. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ins Wasser falle. So. Muss reichen, sagt er. Ja, das stimmt. Also, wenn der nicht reicht. Ist ja wie bei meiner Möhre. Also. Wahrscheinlich sogar, der reicht die nächsten 5 Jahre. Das denke ich auch. Ja, ne? Komm mal zu dir. Alter, ist ja. Ich hab den gar nicht getroffen. Ich dachte, der hat eine Panzerung an oder so. Der macht einen Arm bei dem Gehalt, was man bekommt. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist bei mir auch immer so. Da kommen dann immer die Tränen, wenn ich alles bezahlt habe. Ah, GTA 5 und COD zockt da gerade. Oh, ist ja auch cool. Ja, COD, Warzone ist das wahrscheinlich, ne? Also, oder ist Modern Warfare? Ja, Warzone ist das neue, glaube ich. So. Hm, das passt nicht mehr. Oh, hier ist noch was. Falls du noch was brauchst. Ja, kann ich mal brauchen. Oh. Bin immer so knauserig mit meinen Munitionskisten. Ja. Ich habe 23 habe ich jetzt, glaube ich, noch. Also. Scheint, als hätte das mal etwas bedeutet. Oh Mann. Oh, kommt irgendwas Dickes. Ja. Alter Schwede. Der weiß aber, wie man sein Instrument spielt. Muss hier noch ein großer sein. Ja, ich glaube auch. Ach, da oben ist noch einer. Ach ja, ich habe zu dem COD-Komplettpaket zur Grafikkarte bekommen. Genau, so war das bei mir auch. Bei der 2080 Super muss ich online registrieren. Dann hast du Call of Duty dazu bekommen. Muss ich irgendwann mal melden. Können wir mal zusammen zocken am Wochenende oder so. Er ist das hier, der hier so rumballert. Die andere Plempe und muss hier erstmal kurz Munition nachladen. Also von der Schrotflinte bin ich nicht ganz so begeistert, muss ich sagen. So, ich verkrümel mich mal hier kurz.
auch weg. Ja, wenn es passt, gerne, genau. Müssen wir irgendwann einen Termin mal absprechen oder so. Weißt ja, man hat ja am Wochenende immer was zu tun, gerade du mit Familie. So. Oh, die sind auf jeden Fall platt. Alter. Kommt schon wieder ein Dicker? Nee, das ist so ein komischen Sound. Ich hab ja auch eben gedacht, so eine kleine Explosion oder so, ne? Ja, genau, bekommen wir schon hin. Da gebe ich dir recht. Ach so, Familie soll spazieren gehen, ja. Das ist auch eine gute Alternative. So, nachgeladen habe ich auch. Warte mal. Greif nochmal meine. Nutz nochmal heilen. Ah, sehr gut. Kann man schön im grünen Licht stehen. Ja. Im Dunst. Anaboles Licht. Sieht man immer so stark aus. Ja. Wie halt. Ja. Oh. Eieiei. Schreck hinterlässt. Alle Taschen voll. Ja, komm. Wir müssen noch treffen hier. Auf weg, aber einer muss da noch rumlaufen, ne? Die eine. Einen Vogel habe ich auch runtergeholt. So. Da sind ja doch mehr. Interview mit dem Vogel. Ja. Hat aber ganz gut. Oh Mist, die haben mich erwischt. Mann. Ich auch. Ach nee. Ah, jetzt. Alter, ich wollte gerade noch ausweichen. Scheiße. Boah, heftig. Ja, mal einen Schluck Wasser neben mir. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Mhm. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie hier so abgehen. Sieht schon nice aus, ja. Aber ich komme gleich ins Game rein. Down. Wieder ein. Ah, da ist wieder einer aufgestanden. Ist da Ruhe. Das sieht gerade komisch aus, die haben bei mir. Die sind so geglitten, also so. Okay. Waren am Blei. Würde ich sagen. Ja. So. Wenn man die echt die ganzen Hütten auseinandernehmen. Das ist auf jeden Fall gut. Mhm. Ich glaube, die zwei Vögel vorhin, die waren so übel, ne? Die uns ja gekillt haben. Irgendwas ist einfach explodiert und ich wusste gar nicht was. Ja, komm her. Ach, da ist wieder Gymnastik. Ja. Das Buch schreibt dir gerade, ich werde gleich noch eine Runde Bibi Boxberg zocken oder Watch Dogs 2. Das hat beim alten Rechner nicht einmal die minimale Einstellung überlebt. Ja, Bibi Boxberg, viel Spaß.
Alter. Der hat meiner hier eine Bäckerrolle gemacht. Ah, die Möhre. Ach ja, du hast ja deine alte Möhre verkauft. Preis bleibt geheim, schreibt er gerade. Ja, ist ja in Ordnung. Ich mach das auch mal so. Ich verkaufe mal alte Teile und dann kaufe mir dann die neuen Sachen. Genau, ja, so muss das sein. Ja, danke dir dann auch noch. Viel Spaß, ne? Und danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, melde dich dann mal, wenn du mal Zeit hast. So, warte mal. Ich muss jetzt mal hier die Munitionskiste nachladen. Bye, bye, dein Ding. Ja, mach. Kein Ding. Ja, auf jeden Fall. Bye, bye. Irgendwer macht hier immer noch irgendwelche Geräusche, dass er rumläuft. Oh. Irgendwer hat hier gerade auf mich geschossen. Von da unten. Da läuft er rum. Ich hol mir den mal. Ja. Oh. Ich hab mal auf Frieden gestellt. Schön. Hast du schön mit ihm verhandelt, ne? Ja, genau. Ich hab gesagt, entweder jeden Tag einen schönen Dönerteller oder tot. Da liefern wollte er nicht. Ja, ne? Oh. Schön mit Krautsalat. Oh, und Peperoni. Ah. Ich muss mal kurz mein Herz nehmen. Ah, den haben wir gleich. Jo. Ganz schön zur Sache, ey. Ja. Augen auf! Da muss man sich auch mal so ein bisschen zurückziehen, manchmal. Ja. Das stimmt. Sehr gut. Aber das ist auch klar gemacht. Mhm. Jetzt müssen wir auf diesen komischen Vogel aufpassen. Ja, der hat uns ja in Brand gesetzt oder so, ne? Ja, aber wie? Ja, so mein Leben war plötzlich so schnell weg. Ein Treffer und dann gute Nacht. Ja. Wie gesagt, mach's gut. Genau. Und zack, weg war's. Na, komm schon. Ich darf nicht vergessen, Dennis ist auch bei Discord, hat er mir heute geschrieben, den muss ich auch noch adden. Achtung, Flieger unterwegs. Oh, dann. Okay, da ist einer. Komm, ach, da ist ja noch ein Piepmatz. Gucken, ob ich den erwische. Boah, Alter, das rumst aber auch. No!
Aber hier müssen wir bald die Vögel irgendwann kommen auch, ne? Ja, ich glaube, die haben die diesmal alle erwischt. Ah. Vorher. Alter, wie die Ratte im Dorf gestanden ist, ey. Ist er ja auch. Die hat das Männchen gemacht. Ja. Ich wollte mir ihr die ganzen Kugeln anbieten. Kannst ruhig Munition einsammeln, ich greif mal in die Tasche. Auch noch 25 Munitionskisten. Oh. Ja. Das ist nicht so, dass ich irgendwie. Da unten gibt's was rosa. Oh, der ist weg. Da ist noch einer. Ah, er kommt gerade zu uns. Oh, da hinten ist ein ganz fetter. Dass ich auch ja. schon auf den schießen kann. Ich habe gerade den Mann, ne? Ist jetzt alleine. Immer schön Rolle machen. Ding-Grab-Kette. Ja. Ich laufe auch mal kurz weg hier. Vom Weiten kann ich den besser treffen. Wo ist er denn jetzt hier? Sehe ich ihn gar nicht mehr. Naja, der hat sich. Der dachte, er konzentriert sich auf mich, aber ist. Ah, Gott sei Dank. Ja, der hatte so ein bisschen Probleme mit Treppensteigen, hatte ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Bei dem Gewicht hätte ich das auch. Ja, auf jeden Fall. Kann ich ein Lied von singen. So. So, Sprengmeister. Du bist ja jetzt fleißig. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe das heute Morgen auch zum ersten Mal gemerkt, dass ich mich richtig gut gefühlt habe und dachte, ich könnte joggen. Also ich habe es da nicht getestet, aber es hat sich gut angefühlt. Das glaube ich. Er kommt da. Ah, sehr gut. Das einsammeln, was da ist, und dann kannst du weitermachen. Mhm. Oh, es ist dicht. Yes. Ja. Am Anfang war das auch wirklich sehr, sehr wichtig, ne? Dass man alles mitgenommen hat, was man irgendwie gesehen hat. Ja, fand ich auch. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Schwierigkeitsstufe wir gespielt haben. Das hier wirkt so einfach jetzt. Mhm. Das wundert mich auch. Also bis auf die Endgegner sozusagen, ne? Die sind so ein bisschen schwierig, aber kann man auch schaffen zu zweit. Also. Ja, wobei, wenn ich mich dran erinnere, wie oft wir da an manchen Endgegnern saßen, da haben wir ja 10-mal probiert und dann dachten wir, ach, machen wir am nächsten Tag. Ja, genau. Ich weiß noch, diese komischen Wespen oder was das waren, ne? Also zwei komischen Bienen oder irgendwie. Biene Maya. Ja, oder dieser Typ, der immer diese Pfeile abgeschossen hat und dann... Ja. Oh Gott. Stimmt, da gab's noch einen, da waren immer mehrere irgendwie, ne? So ganz viele Viecher. Ja. Genau. Ziemlich am Anfang. Oh. Ah, das ist hier zum Explodieren. Ja gut. Oh, ein Endgegner. Fährt da ein Zug lang, oder? Ich glaube schon. Oh, ich habe ja wieder einen Eigenschaftenpunkt. Da würde ich sagen, komme ich mal mit, wa? Das ist ein NCE. Ja.
ist ein Sturm, ey. Deshalb. Ich habe auch echt gedacht, fährt ein Zug lang. Oh, leck mich an den Tisch. Oh. Komm mir vor wie bei Fievel der Mauswanderer. Ach du Scheiße, das sind ja zwei sozusagen. Oh. Ich hab gar nicht gesehen. Ach Scheiße, ich stand in diesem Sturm. Alter, nee, mich hat's auch verlegt. Ich muss vor dieser Wolke aufpassen. Genau, die Wolke. Ich habe mich hinterm Zaun geklemmt. Das war auch nice. Und habe Alt gedrückt, dann hat er sich geduckt und dann konnte ich eigentlich so einigermaßen konnte ich mich dann wieder heilen. Mal gucken, ob das auch funktioniert mit dem Angriff, dass man ab und zu mal aufsteht, ein bisschen schießt und dann. Schon ordentlich Qualität, ne? Definitiv. Hier hinter so ein Doppelzaun, das ist ganz gut. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das hier trotzdem aushalten kann. Jetzt ein Zaunelement ist schon durch, weggebrochen. Ja, die Wolke habe ich weg. Ja gut, weil die war echt nervig. Die hat ohne Ende auf mich geballert. Mhm. Oh, der Schneesturm kommt. Ja, das stimmt. Alter, hat der wieder eine Wolke gezaubert? Ja. Jetzt bin ich am Boden. Ja, ich auch. Scheiße, am Anfang, da war so ein kleiner Zaun, dahinter ein großer Zaun, das hat super geklappt. Das Blöde ist so. Was ist das denn? Also, ein kleiner Ball da, der Ball hat die ganze Zeit ohne Ende und der trifft auch richtig gut. Ja. Fixation. Ja. Die bringen richtig viel. Ich
Scheiße. Aber ich habe fast geschafft. Das war schon sehr gut, ne? Ja. Okay, jetzt holen wir uns. Okay. Nein, ey, scheiße. Bin gerade so gut, ey. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch so 2-3 Versuche, aber dann müssen wir es packen. Ich denke auch. Nein, jetzt kann ich nicht mehr. Hab ich den. Ja, den Ball müssen wir rechts und rechts machen. Ah, ne, auch nicht. Okay, aber können wir packen, wie gesagt. Das ist. Wir müssen aber einen Schluck Wasser nehmen. Ich nehme kurz mal eine andere Waffe im Moment. So, ich bin so Ah, wir können sogar verhindern, dass der so eine Wolke aufbaut. Wie genau? Müssen wir immer auf ihn ballern. Wollte eben, wollte eben so eine blöde Dings aufbauen, so einen komischen Stehball aufbauen und dann konnte ich das auch verhindern, weil ich auf ihn geschossen habe. Ah, jetzt kann ich da. Ah, scheiße, jetzt liege ich am Boden, aber vielleicht kriegst du ihn, ja? Der ist nicht gleich weg. Oh Gott, oh Gott. Eingefroren, ich kann mich nicht bewegen. Ich konnte nichts machen. Ja, da kann man dieses Zeug trinken, dieses. Ah, okay. Warte, wie heißt das? Das funktioniert. Das ist wahrscheinlich Nummer 3, dieses blaue, ne?
Gewürzwurzel. Ne, so eine rote Flasche, also so eine rötliche Flasche. Ah. Aber er ist zu packen. Ja, auf jeden Fall. Also hinter den Zäunen, das macht schon Sinn, ne? Ja, anders ist es schwierig. Ja, ich hab die weg. Oh nein, der hat mich ja die Wolke vergessen. Du bist ja... Ach, da oben. Ja, du rennst jetzt auch gleich durch die Wolke. Dieser komische Ball oben ist echt. Oh, jetzt bin ich am Boden. Ist auch geil. Ja, ich bin leider am Boden. Aber ist zu packen. Ist so ein bisschen. Auf jeden. Bisschen Glücksmoment auch, ne? Warte, vorhin meinte ich noch, es wird zu einfach. Ja. Ja, die Endgegner finde ich teilweise echt übel. Warte, aber ich nehme die andere Waffe, weil die taugt nichts. Ich dachte eigentlich, das ist diese Wiederbelebungswaffe, aber ich werde nicht wiederbelebt, wenn ich sterbe. Okay. Nimm ich lieber die Heilung. Wenn er die Kugel baut, dann muss man auf die Kugel schießen. Okay. Oh, die komisch blöden Rattenviecher, die jetzt ankommen. Ah, oh, jetzt bin ich wieder am Boden, ey. Oh Mann. Die gehen mir auf den Sack. Oh nein, jetzt baut er wieder dieses Ding. Scheiße. Ja, oh ja, der braucht richtig Gesichtsschüsse. Ah, wir haben ihn gleich. Ah. Sehr geil. Ja, der wollte es aber wissen, ne? Also ich würde sagen, es läuft. Hm, das passt nicht mehr. Okay. Sehr cool. Oh, hier. Ich muss mich mal... Scheiße, hier befreien, ey.
hab keinen Platz. Ah, hier ist noch Munition, ich hab keinen Platz mehr, sagt er. Vielleicht kannst du noch was gebrauchen. Brauche ich auch nicht mehr. Hab keinen Platz. Ja. Alle Taschen voll. So, liegt noch irgendwas Spannendes rum hier? Irgendwie nicht so wirklich. Außer ein Haufen Munition. Mhm. Das passt nicht mehr. Hier ist auch nichts. Ein bisschen Metall. Mhm. Vielleicht, ob wir irgendwas übersehen haben oder so. Ich weiß nicht. Hm. Aber ich glaube, ich gehe noch mal schnell eine Qualm. Ne? Jo, mach ruhig. Bis gleich. Bis gleich. Hab keinen Platz. Er hat keinen Platz, sagt er. Müssen noch mal ein bisschen was finden hier, das ja. Geizheits. Okay, hier geht's ja dann raus, ne? Hier ist der Checkpoint. Den kann man dann verlassen, genau. Das ist auch richtig so. Ja. Platz. Was ist denn das eigentlich für ein Turm da oben? Kommt man da irgendwie hin? Ne, da geht's ja wahrscheinlich dann raus. Genau, da ist das zum Verlassen. So, da ist der Turm. Ruhig mal ein paar Secrets hier verstecken. Nö. Very schwach. Achso, vielleicht habe ich ja einen. Ne, Erfahrungspunkt habe ich gar nicht. Okay, was haben wir denn noch an Stärke übrigens? Sprengmeister. Was ist denn Weisheit eigentlich? Aktuelles Elementarschaden. Oh, das wird auch interessant, wenn man das schön levelt. Oh, das sieht aber auch nice aus hier, das Meer. Bisschen Sonne hier. Oh, richtig schön. Mehr kann man nicht machen. Alles zerstören. Aber mehr gibt's hier nicht. Waffe hat ordentlich Bums, die ist abgesägt. Abgesägt Schrotflinte ist ja auch nice, aber hat irgendwie, muss man sehr nah rangehen an den Gegner, dass sie irgendwie Wirkung hat. Das ist immer ein bisschen ärgerlich bei Schrotflinten. Wenn die treffen, dann treffen die aber richtig. Also, die schießen dann halbe Gesichter weg. Thank you.
Ein paar Secrets hätten sie ja ruhig schon verstecken können, finde ich. Schade, dass man hier keinen Tanz machen kann wie bei Fortnite. Oh, die Fässer wollen auch nicht kaputt gehen. Ah, der qualmt ja auch hier. King Atti. Virtuell. Aber wenn man sich das Meer anguckt, das ist schon sehr von der Textur her schon ziemlich gleich, ne? Obwohl im Spiel selber achtet man da gar nicht so drauf. Sieht aus wie mehrere Flächen irgendwie. Würde man da Erde drauf machen, würde es wahrscheinlich aussehen wie Acker. Oh, Dosen schießen. Auch die Eiszapfen runterschießen. Warum zeigt denn der das jetzt hier rot an? Tag! Du hast hier im Virtuell auch gequalmt. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen das Lautstärkenproblem, aber ich glaube, es pendelt sich bestimmt gleich wieder ein. Ja, ich habe mich vorhin gewundert, du warst immer wieder mal weg. Mhm. Hast du dein IP6 jetzt schon mal deaktiviert irgendwie? Nee, habe ich nicht. Also ich hatte jetzt keine weiteren Probleme und also es ist nicht nochmal ausgegangen oder abgestürzt. Aber es ist ja auch, ich meine, dadurch, dass der Bot läuft, der macht ja zig Verbindungen pro Minute oder pro Sekunde. Das ist einfach für den Blutreich. Ja, hat stimmt. Da braucht man wahrscheinlich also so eine fette Fritzbox oder so, ne? So einen fetten Chip drin. Ja. Ah, ich war wieder kacken, hast du gehört? Ja. Ich muss auch meine Eigenschaften vergeben, ne? Ja, mach mal. Also jetzt habe ich Kondition ausgemaxt. Was heißt denn eigentlich dieses Überleben? Gesundheit bei Verletzungen? Überlebenswille. Warte mal. Erhöht die Gesundheit bei Verletzungen, wird durch die zehnmaliges Wiederbeleben durch deine Teammitglieder erhalten. Vielleicht wirst du sterben, steht dann da. Ja, wo steht denn das? Du musst X drücken, da kannst du ein Eigenschaften-Info machen für die. Ich wollte mir Weisheit mal genauer angucken. Erhöht Elementarschaden, wird erhalten, wenn man das letzte Saatherz in der Hauptstation vernichtet hat. Okay. Na gut, dann. Kannst jetzt abgehen. Nicht aber geil, weil ich hatte echt Angst, dass wir ja total, also dass wir nicht mehr leveln können oder so, ne? Weil wir so tolle Charakter haben. Oh. Ja, das stimmt.
liegt auch für uns so eine. Oh. Wenn ich den Kopf treffe, macht er über 1000 Schaden. Ja, fett, ne? Ja. Hier hinten ist noch so ein lilaner Punkt, den hole ich uns mal. Gucken, was das ist. Holzkohleanhänger haben wir bekommen. Sehr gut. Das ist auch immer macht. Wahrscheinlich ist das wie blaues Licht. Was macht es? Leuchtet blau. Und das Holzkohle, was macht es? Es glüht, oder? Genau. Irgendwie so. Am Boden. Ja, ja. Aber das ist ja ganz cool, dass man eine Kampagne spielen kann. Da gibt es ja auch einen Durchgang, oder? Hm? Weißt du? So, gucken wir uns erstmal das Level an, oder? Ja, würde ich auch sagen. Manchmal findet man ja echt noch geile Anhänger oder Ringe und Punkte und... Ich glaube, es ist doch noch irgendwo ein Eingang. Ach, hier vorne. Ah, es geht auch gar nicht weiter. Es gibt nur diese zwei Eingänge. Welchen wollen wir denn? Von denen kommen wir ja, ne? Oder? Ah, nee. Nee. Ist ja auch mit dem Boot wieder. Nehmen wir ruhig mit dem Boot. Genau, weil das ist ja eine Eisfläche und da kommen wir wahrscheinlich dann auch wieder zurück. Aber cool, dass Schrambo so im Chat war und in der Community, wenn man da jetzt noch so 5 Leute von hat, ey. Das ist schon cool. Ja, das stimmt. Scheint es ja ein bisschen friedlich abzugehen, ne? Ah ne, da sind auch schon die ersten. Was meinst du hier? Bin nicht sicher, Höhle des Wächters hört sich nicht unbedingt friedlich an. Ne, hier sind auch schon die ersten. Oh ja, es gibt auch einen ganz guten hier. Sehr gut, die haben wir ganz gut weggehauen. Man kann hier die Fässer auch reinrollen, das geht auch. Braucht man die nicht zerschlagen. Okay, gehen die auch kaputt, ja? Ja. Mit dem Rollator reinrollen. Alter. Das ist wieder ein Ecken. Oh, der wirft sogar mit Sachen. Alter.
Das sind sogar zwei. Da müssen wir mal ein bisschen laufen, glaube ich. So einen habe ich. Ich kann uns gleich mit Spinat gehen. Ah, oh, sehr gut. Ah, sehr gut, du hast super abgelenkt, ey. Den konnte ich den nämlich. Der hat sich hier auf dich so fokussiert. Geil, das ist fand ich schon. Dass wir die beide erledigt haben, hat mich so gewundert. Alle Taschen voll. Hier ist auch noch Munition, falls ich. Ja, ich kann Munition mal bekommen. Dann gehen wir da mal zurück und dann gibt's wieder auf die Fräse. Mhm. Einer ist noch da. Ah, warte mal. Hier und hier hinter ist ein, hier sind zwei Fette. Ja, einer. Oh ja. Oh nein, jetzt hat er mich eingefroren. Oh, ich muss dich mal befreien. Das geht gar nicht. Ich hab kann ja gar nicht wegmachen mit diesem komischen. Ja, ich hab auch gedacht. Ah, jetzt waren wir frei. Okay. Oh. Das passt nicht mehr. Hm. Ja, das war echt gut. Hier ist noch ein blauer Eigenschaftenpunkt. Ganz schön zugeschissen dann. Mhm. Also ich habe echt das Gefühl, das geht jetzt fixer. Ja, definitiv. Wieder so ein Dicker. Stoff bekommen, ey. Die Kanonen sind echt mega geil, ne? Ja. Schon.
gut, alles eingesammelt, nichts überlassen. Voll am Plündern. Warum? Ja. Ah, hier kann man ein Tor öffnen, ich mach das mal auf. Käfigschlüssel des Dieners. Ja. Hier hinten gefunden, war versteckt. Wird wahrscheinlich so sein, wir schließen auf und dann gibt's wieder auf die Fresse. Denke auch. Was, dann waren wir hier nur wegen des Schlüssels. Können wir uns kurz nochmal an Checkpoint setzen, oder? Ja, würde ich ruhig sagen. Und dann können wir das andere Tor dann benutzen. Ja. Welches Tor? Wir haben noch einen anderen Durchgang. Also wenn wir jetzt hier zurückreisen. Du weißt schon, wie man den Schlüssel benutzen kann. Ich dachte, du weißt schon, wo man den Schlüssel benutzen kann, den du gefunden hast. Nee, ich vermute mal, der wird in dem nächsten Eingang sein oder so. Weil wir sind ja durchgelaufen, hatten ja nichts gesehen irgendwie, ne? Das stimmt, ja. Alter. Glocke des Sippenrufers. Ah, steht doch da oben immer jetzt. Da stand eben, betritt jetzt Drohnenwälder. Oder stimmt da? Betritt jetzt Drohnenwälder. Als nächste Mission irgendwie. Eigenschaftenpunkte. Oh, richtig gut. Sei grüßt. Sei grüßt. Und was da gibt. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Mal sehen, ob es vielleicht einen Endgegner oder so gibt. Ein Wario. Das war ja mein Easter Egg, ne? Es gibt einen Endgegner. Oh, da lag ich doch gar nicht so falsch. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was der so will. War doch schon mal, ne? Ja, aber das war ja nicht in der Kampagne. Ach ja, stimmt. Ach du heilige Neune. Schau mal, Mädchen. Der war auch Fleisch. Schon. Ich hab schon wieder vergessen, wie der funktioniert. Ich glaube, erstmal weit weglaufen. Thank you.
jetzt kommen die Dinger von oben, ne? Ja. Oha. Zwar hatten wir, glaube ich, erst seinen Vieh platt gemacht und dann ihn irgendwie, ne? Da geht das da umgedreht. Ja, ist ja wahrscheinlich egal erstmal. Hauptzeiten werden hier sein. Oh, ich hab ihn gleich. Sehr nice. Hey, den, sein Pferd haben wir. Ach, ich glaube, jetzt kriegt er wieder volle Energie. Kann das sein? Ja. Ja. Gut. Er hat den quasi selber umgebracht, oder? Ne? Ja. Vielleicht hätte man dann tatsächlich, kann man ihn nicht töten und dann. Mhm. Lange Peitsche. Ja, jetzt geht er aber auch so. Oh, jetzt hat er mich gekillt. Ein Blödmann. Ah! Leide! Boah, heftig! Aber gepackt! Jo. Sehr gut. Gab's nicht so viel Munition, fand ich. Nee, stimmt. So, ich sammle trotzdem ein bisschen. Ja. Zwei Eigenschaftenpunkte habe ich bekommen. Mhm. Ich will die auch gleich. Sehr gut. Und jetzt geht's hier auch weiter. Letztes Mal konnten wir ja hier nicht weiter in diesem. Oh, ja. Und hier gibt's echt fett Kisten. Eisen. Das stimmt, letztes Mal hatten wir das Problem dann, dass ich dann gedacht habe, ich muss da zu dieser Maus, die es aber auch in der Tat gibt, ne? Aber ja. Die kommt wahrscheinlich auch irgendwann noch. Bestimmt. Ich glaube, insgesamt soll das ja 8 Stunden Spielzeit haben oder so. Oder? Oh, das wäre auch nicht schlecht. Schon viel. Ne? Hm. Kann man noch hier reingucken und dann ist schon bald 8. Ja. Kann man noch zwischendurch eine Schneeballschlacht. Das wäre auch geil. Kennst du noch um C64 Eskimo Games? Nee. Das gab's ganz. Ach, oder war das dieses. Ja, doch, ich glaube schon.
Und da kurz, es kam so. Oh! Das Intro kommt bei dir auch, ne? Ja. Okay, da steht bei mir ein ganz anderer Text. Ja. Alter, der hat aber große Schuhe. Auf jeden Fall. Wir helfen, wie... Vorsicht. Vor die... Okay. Vorsicht vor den Ulrik hier. Ich hätte ja auch sagen können zu dem alten, wir suchen uns einen eigenen Weg irgendwie, ne? Ja. Aber ich denk mal, macht schon eigentlich Sinn. Okay, ja, dann gucken wir mal hier rein. Das ist schon ein nice Spiel. Ja, auf jeden Fall. Macht auch mal wieder richtig Spaß, ey, ne? Hellpoint war ja jetzt zum Schluss auch nicht schlecht, aber es ist kein Vergleich. Point ist was für Hardcore. Für Alpha-Zocker. So, hier gibt's bestimmt wieder Viecher. Zerlegen aber auch immer alles. Huh?
Ihn zerstören. Komm mir vor wie so ein Handelsvertreter von Ikea. So einen Stein gefunden. Ah, cool. Ist auch noch einer. Okay. Oha! Noch so ein Dicker? Ja, da kam. Oha! Ich laufe mal schnell weg. Ich glaube, da kommt einer auf mich zu. Auch zerlegt. Das schaut mir auch ein bisschen aus. Freunde. Alle Taschen voll. Ist auch noch Munition, falls du brauchst. Ja. Das nehme ich doch immer. Krass, was der alles tragen kann, ne? Wenn man sich mal überlegt. Das ist richtig viel Eisen, was wir hier mit uns rumtragen. Ja, und dann noch 50 Waffen und 30 Munitionskisten. Ja. Hey, Schnee sieht man das so schlecht. Ich sehe auch manchmal immer nur so einen leichten Streifen aus dem Schnee und dann denke ich, ah, habe ich übersehen. Ah, hier ist. Da oben, siehst du das Blaue? Ich vermute mal. Das ist die Maus. Ist das die Maus? Die Ratte, die. Die Ratte ist das, ne? Ratte, Maus, ich weiß gar nicht. Warte mal, müssen wir anders abbiegen, ne? Ah, nicht durchs Tor. Ach ja. Dann kommen wir bestimmt raus. Okay, aber auf jeden Fall scheint da die Person zu sein. Ja. Ich habe da eben noch was Lilanes da oben gesehen, oder? Ja. Nee, war doch nichts Lilanes. Was man merkwürdig finde, wenn die verschwinden, dann erscheint auch so ein lilaner Saum. Genau. Da auch manchmal, das ist was Tolles. Ja, da war ich vorhin auch irritiert. Ging mir auch so. Ich dachte, ja, da ist doch was Lilanes drin.
Wo kommt gleich was Großes an? Ja, in Ordnung. Schöne Hütte mit Feuerchen. Lecker, dass du geputzt hast. Mhm. Das ist auch eine Eigenschaft. Oh, sehr schön. Da ist der. Was war das? Vögelchen? Und wieder ein Eigenschaftenpunkt, es geht ja lang. Besser. Ah, sehr gut. Gar nicht, was das bringen soll, dass man die immer kaputt macht. Vielleicht richten die bei den Gegnern auch Schaden an oder so. Ja, tatsächlich. Ich habe aus Versehen vorhin einen neben einem kaputt gemacht. Mhm. Der ist tot gegangen. Ah. Ja. Ich guck mal hier auf den Turm, ob es da was Schönes gibt, aber wahrscheinlich nicht. Jo. Das ist auch das Level, was wir in der also im Abenteuermodus gespielt haben. Da haben wir auch mit angefangen, glaube ich, ne? Ja. Also mal gut, dass der Typ das geschrieben hat und du das auch noch gelesen hast. Ja. Das können wir wahrscheinlich heute noch suchen. Passieren. Ja, man ist auch mal zu faul. Man müsste, wenn so ein Spiel neu rauskommt, man hat es noch nicht gezockt, sich erstmal ein bisschen schlau lesen. Ne? Wobei dann geht ja so der Spaß verloren. Ja, das stimmt auch. Ich finde es auch immer blöd, wenn ich mir dann angucke, wie andere das zocken. Kann man mal machen, aber. Das passt nicht mehr. Ist halt nicht immer gut. Ja, das stimmt. Eingang. Ja, ich würde sagen, dann geh mal rein an Stein und dann. Ja. Würde ich auch sagen. War eine nice Runde, hat echt Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch diese 2 Stunden echt immer super. Weil das reicht dann auch, ne? Also, ja. Dass man platt genug. Allerdings. Haben wir dann einen schönen Startpunkt fürs nächste Mal. Mhm, auf jeden Fall. Werde ich auch bei YouTube wieder hochladen. Das ist auch schön. Dann kann ich das mal. Müsste mal gucken, mein letztes Thumbnail, das war nicht ganz so toll. So, aber ich muss jetzt mal den Stream beenden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.